Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu The Risen 3 Dark Waters. Heute mit der Episode, dass wir die Monolithensteine hier im Norden von Taranis hier auf dem Punkt wieder einsetzen sollen, damit unser guter Reaktor, den wir hier sehen, also hier so ein rundes Ding, dass der gut läuft. Wir haben vor langer, langer Zeit schon der an der Küste haben wir schon, ja, entweiht. Und die haben wir in der letzten Episode da im Süden und jetzt kommt der noch im Norden an der Reihe, an die Reihe. So, und wir müssen jetzt nur noch laufen und laufen und laufen und hoffen, dass wir den richtigen Weg nehmen. Ja, einfach alles geradeaus. So einfach geht's. In der Theorie. In der Praxis ist das eher was anderes als geradeaus laufen. Mina, beide sind hier zugange. Interessiert mich nicht mehr. Die können wir beruht lassen. Denn der Quest haben wir schon abgeschlossen und ich möchte ehrlich gesagt nichts Böses tun. Den. Oh oh. Oh, das hat aber für Schrecken gesorgt hier. Bones. Unser gute Bones an unserer Seite kämpft und bleibt auch. Hey, oh, du. Oh oh. Ah! Hier ist noch ein Krokodil. Ah! Nee, ein Alligator ist das. So ein Vieh, ey. Ich bleib nur noch hier kurz. Nee! Noch ein Drachenschlitzer. Menschenskinders. Komisch, ich ging das Vieh an, ehrlich gesagt. Bones, bitte. Hilf mir mal. Hilf mir. Nein, du Töle. Ah! Ich hab irgendwie Angst. Nicht noch ein scheiß Nashorn. Oh, du beschissene Alligator, ey. Macht keinen Spaß, gegen so einen Kack-Alligator zu kämpfen. Das kann ja gut heiter werden hier. Au! Ein Vieh weniger. Ja, das musst du sagen. Hat es schon angegriffen? Rammer? Ja, der rammt wirklich eine Runde. Nein, du bleibst an Ort und Stelle. Man kann nur einmal angreifen, dann muss man wieder wenden. Komm, jetzt kannst du mich mal heilen hier kurz. Bones, bitte, bitte. Ah, und den Alligator haben wir selber alleine ausgenommen. Ach, zum Glück tot, nicht noch irgendwie lebendig und lebensmutig oder freudig. Nee. Fick die Wandern. Sind zwar leicht, aber lästig, weil sie so verkackt schnell sind. Komm, nein, ran, hier, komm, hi. Das tat weh. Hoffentlich ist nichts im Wasser. Und so wie es aussieht, ist das Ding hier einsturzgefährdet. Also eins rechts, das Tier. Wir haben ja auch einen Kumpel. Dann
Da hinten kommt auch noch so ein Olli angeschroffen, ein Scholli-Tolli. Zuerst mal die kleinen Biester. Aus deiner Haut macht mir eine Mütze. Schon ins am Rande des Wahnsinns hier. Weil so viel ist echt mal holler Walfee. Das stimmt. Den kann man mindestens zweimal zuhauen oder so. Aber der macht auch richtig Wumms. Und noch zwei ganz kleine Wichser hier. Nee, drei. Kack, die wandern. Greif doch mal. Oh, zwei mit einem Schlag. Oh, au. Oha. Der Sandteufel, der kann mich mal. Da muss man mich mal. So, hoffentlich ist hier still endlich mal. Alles Wissen kann man immer wieder gebrauchen. Irgendwie haben wir da einen Quest am Laufen, aber ich weiß nicht wo und wann und warum. Moritenstein einsetzen. Passt genau in die Fassung. Ich dachte, denke wieder, wo kommt der Typ her? Wo ist der Moritenstein denn da? Ich sehe nichts, aber muss wohl Eingebung sein. Beeindruckendes Bauwerk. Man spürt förmlich, wie die Energie durch die Erde geht. Hoffentlich fliegt uns die Insel nicht irgendwann um die Ohren. Das könnte schon sein. Und jetzt siehst du auch, war das Licht hier immer aus? Das ist hier die Frage. Hui! Truhe muss man. Kompliziertes Schloss. Fick die Wandern! Aber ein Goldklee. Hui! Und hier ist der Herrscher. Dann können wir kurzerhand reisen. In unser Gemach. Und das wird auch anderswo nicht sein als hier. Hey, warte mal. Bist du nicht. Ach, vergiss es. Rück schon raus mit der Sprache. Wie jetzt? Du bist doch der Typ, von dem sie hier reden, oder? Scheiße, das tun sie das? Immer. Ja, es heißt, du hättest was drauf. Dann kennst du dich doch auch mit den Gnomen aus, oder? Gnome können ganz schön auf Trab. Können einem ganz schön auf Trab halten. Ja, das Gnome stimmt. Gnome können einen ganz schön auf ist Trab wirklich halten. So. Ja, sie sehen alle gleich aus. Muss noch drei von denen ausfindig machen. Hab so eine Liste von Magnus bekommen. Ach, ich habe gar keine Zeit für die kleinen Scheißer. Ah, okay. Ich kümmere mich um die Gnome. Muss man auch mal gemacht werden. Du für mich finden? Ja. Gut. Hier hast du die Liste von Magnus. Es geht um die Gnome Dakil, Faris und Gadi. Ich habe noch ein paar Notizen dazu geschrieben. Was, wegen der Gnome? Wegen der Gnome. Ich habe Dakil getroffen. Er ist hier in der Lagermine. Gut zu wissen. Hier, dein Lohn. Ich habe Faris getroffen. Schön, dass wir hier alles gerade haben. Mine. Hervorragend, hier hast du deinen Lohn. Ich habe Gadi getroffen. Er arbeitet für den Lagermeister Rumold. Gadi, den kenne ich wirklich das sogar. Freut mich zu hören. Ich habe nichts weiter. Ich habe jetzt alle Gnome bei dir gemeldet. Sehr gut, damit kann ich diese Liste schon mal zu den Akten legen. Hier, das hast du dir wirklich verdient. Oha. Danke sehr. Und wo müssen wir jetzt. Ach, den Quest hat's. Ja, der Quest hat's nicht wieder zurückgesetzt. Genau das Wort hat mir noch gefehlt. Zurückgesetzt. Hier. Erasmus. Wegen der Monolithen nochmal. Ja, wir haben alles erledigt. Ich habe den Kadetten Horas von Takarigua mitgebracht. Sehr schön. Ich hatte schon Angst, er würde nicht mehr zurückkehren. Und der Stein? Den Monolithenstein haben wir. Sehr gut. Der Stein wird seinen Dienst verrichten, sobald er korrekt in einen Monolithen eingesetzt wurde. Was für eine gute Nachricht. Ich wusste doch, dass der alte Difuego den Stein noch hatte. Wie geht es dem alten Statthalter Difuego? Er ist tot. Oh, das ist ja... Nun, wo waren wir gerade? Magier... Was hat ein Magier mit einem Statthalter wie Difuego zu schaffen?
Du hast einen Gnom mit einer solch wichtigen Aufgabe betraut. Du hast einen Gnom mit einer so wichtigen Aufgabe betraut? Warum nicht? Sie arbeiten doch mit uns zusammen. Nochmal langsam. Du hast einem Gnom ein paar funkelnde Steine in die Hand gedrückt? Ja? Und jetzt erwartest du, dass er sie freiwillig wieder irgendwo abliefert? Ja, aber... Mann, Mann. Ich glaube, das überlässt du doch besser jemand anderem. Aber wie? Wie sollen wir Kasim denn wiederfinden? Wegen der Monolithen nochmal. Ich habe Kasims Monolithensteine gefunden. Ha, das heißt, dass er sie tatsächlich noch irgendwo versteckt hatte. Nur gut, dass sie wieder da sind. Jetzt müssen sie nur noch in die Blitzmonolithen eingesetzt werden. Eile ist geboten, junger Mann. Ich habe alle Steine in die Monolithen eingesetzt. Ja, das stimmt sogar. Den Erbauern sei Dank. Das hast du gut gemacht, Junge. Danke. Hier, nimm dies als Belohnung für deine Heldentaten. Du kannst es gebrauchen. Ja, das stimmt. Was geschieht nun? Was geschieht nun? Wir müssen noch ein oder zwei Dinge prüfen, bevor wir es wagen können, den Reaktor zu starten. Komm am besten später noch einmal zu mir, wenn du beim großen Moment dabei sein willst. Und was soll ich in der Zwischenzeit tun? Solange Meister Zacharias beschäftigt ist, findest du vielleicht woanders Antworten. Bereise die Welt und erweitere dein Wissen. Und du solltest dich einer Gemeinschaft anschließen. General Magnus kann ja etwas über die Wächter erzählen. So, was wollte ich doch gleich? Naja. Wir werden jetzt noch kurz Magnussen aufsuchen und eventuell, naja, die Sachen regeln, damit wir in eine... Magnussen da. Wir bringen was bei, ist ja super. Bring mir, was möchtest. Deine Angriffe prassen blitzartig auf deinen Gegner nieder. So gut bin ich auch nicht. Nahkampf und Fingerfertigkeit. Ach so, die... Fingerfertigkeit. Wir haben 10.000, 11.000 sogar. Oha. Wollen wir jetzt mehr Härte aushalten oder mehr Nahkampf? Wir müssen spätestens dann beides mal aufrüsten. So, mir schaust du in die Augen, Baby. Uns natürlich. Du und ich, der vor dem Bildschirm sitzt. Du aber auch. Was meinst du? Nahkampf oder Härte oder sogar Fingerfertigkeiten, damit wir dann den Taschendiebstahl bzw. das Schlösserklang auch noch schaffen werden? Also wir sterben nicht mehr so viel, das muss ich echt zugeben. Daher möchte ich gerne auf den Nahkampf gehen. Und wie viel nehmen wir jetzt? Ja, kommt Fähigkeiten. Nahkampf. Wir können sogar Sachen schmieden und ich will hier noch ein bisschen was lernen. Nahkampf kommt auf 60 für das nächste Ding hier. Als Grundwert. Haben wir ein Schwert an? Schwerter. Okay, gut zu wissen. 60. Gold haben wir genug. Schwert meistert 100 im Nahkampf. Aber Gold haben wir genug. Fingerfertigkeit. Wie viel brauche ich mal da? Fähigkeiten. Fähigkeiten! Bist du völlig behindert? Schatten. Nee, Klingentänzer. 50. Ach du heilige Scheiße, da ist noch was vor uns, liebe Leute. Und wie wir das meistern, das sehen wir dann in der nächsten Episode. Haut rein, wir sehen uns bestimmt. Liebe Leute, herzlich willkommen hier in Risen 3 im Abspann. Ihr habt vorhin wahrscheinlich eine sehr, sehr spannende Geschichte erlebt.
und erwartet noch mehr hier von Risen 3 Titan Lords, das erst, naja, vor ein paar Tagen rauskam und ich das durchzocken werde von Anfang bis Ende. Wie es dann wirklich weitergeht, seht ihr im nächsten Part. Aber vorerst könnt ihr links unten im scharfen Bildschirm mal draufklicken und schauen, was so in der Playlist alles gibt. Denn es werden alle Parts nach und nach dort erscheinen. Und naja, es gibt sehr, sehr viele böse Monster in Risen 3, die wir noch kennenlernen werden und auch müssen, um das Ziel zu erreichen, für das, dass wir wieder auf hoher See sind. Und dass wir die Privilegien haben, darum zu kämpfen. Denn nicht jeder hat es für sich. Man muss auch wieder aufstehen können, wenn man einen Kampf verloren hat. Und das machen wir jetzt auch gleich wieder. Wir sehen uns dann wirklich im nächsten Part, wenn es weitergeht mit noch kräftigeren, tapferen und mutigeren Menschen. Menschen.